Herzlich willkommen zu Gender auf Deutsch, einer Veranstaltungsankündigung. Es ist wirklich viel los die Woche und morgen am Freitag ist Mann weiß Mittelschicht, Glück gehabt, ein Fachtag organisiert von der Frauenakademie München. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich den Podcast zu Cornell ja endlich mal machen sollte. Und wer sich jetzt auskennt, kann am Titel natürlich auch sofort erkennen, es geht vor allem um Intersektionalität, also dass es eben nicht nur darum geht, ob Mann sein, ob Frau sein, daraus Diskriminierung, sondern eben es kommt auch darauf an, ob eben ein weißer Mann, eine weiße Frau, welcher sozialen Schicht die Person angehört und wie sich das dann unterschiedlich auf den Status in der Gesellschaft und dann gegebenenfalls eben auch Diskriminierung auswirkt. Ja, es sind wirklich sehr viele, sehr spannende, namhafte Referentinnen zunächst geladen. Und dann auch nach der Mittagspause in den Diskussionsforen interessante Themenansätze für die Diskussion und genauso von den Teilnehmenden, die schon gesetzt sind. Und erfahrungsgemäß ist bei der Frauenakademie auch wirklich ein sehr hochgebildetes, hochinteressiertes und sehr diskussionsfreudiges Publikum am Start. Also ich war jetzt, glaube ich, auf zwei, drei Veranstaltungen von der Frauenakademie. Und deswegen hat es sich hoffentlich gelohnt, sich jetzt mal den Freitag dafür freizunehmen. Und bin dann gespannt und werde auch davon berichten, wer jetzt spontan dazu will. Also man habe ich jetzt selbst erst gesehen, peinlicherweise muss ich dafür anmelden per E-Mail mit einer Mail an info@frauenakademie.de. Es hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass sie jetzt schon komplett ausgebucht sind. Also wenn sich jetzt irgendjemand ganz spontan noch einrichten kann, ich glaube, es ist möglich, im Zweifelsfall aber beim Veranstalter selbst melden. Zum Thema Videomitschnitt, also diese Woche habe ich ja schon eine Podiumsdiskussion mitschneiden dürfen. Hier wurde mir die Aufnahmegenehmigung leider nicht erteilt. Das hat einfach den Grund, dass es schon ein Tick, gerade bei einem Fachtag, eine Grundsatzentscheidung ist, ob man jetzt einen Videomitschnitt will. Dann müsste man mich natürlich noch verifizieren, was ist das jetzt für ein YouTube-Kanal, also wenn er nicht bekannt ist. Und genau, das hat jetzt eine Erlaubnis auch schon von seitens des Veranstalters. Die Referenten müssen natürlich auch nochmal einzeln zustimmen. Stand dem einfach entgegen. Ist für mich insofern gut, da ich morgen leichtes Gepäck habe. Ich kann an dieser Stelle allerdings auch nur wirklich appellieren, alle die, und es kennen ja jetzt doch einige, diesen YouTube-Kanal schon kennen und auch sich gerne wünschen, dass es hier mehr Mitschnitte gibt, zum Beispiel, weil sich eben nicht mal einfach so einen Freitag freinehmen können und dass es zumindest dann von den Input-Vorträgen Mitschnitte gibt, die dann zu gegebener Zeit abgerufen werden können. Also dann wirklich dieses Thema auch in den Organisationen einbringen oder auch in anderen Organisationen, denen man jetzt vielleicht nicht selbst aktiv ist, aber wo man sich einfach kennt. Das kann natürlich dann ich machen, also mir da quasi die Tür öffnen für einen Mitschnitt, aber natürlich kann auch aufgefordert werden, dass die Organisationen selbst es machen. Bei Frauenakademie ist es ja sogar so, dass sie eigenen YouTube-Kanal ja haben, F-Talks, ist unter meinen Abonnenten hier, glaube ich, irgendwo angezeigt. Und ja, also wenn meine Anfrage, auch wenn sie jetzt negativ dazu ausging, zumindest mal dazu anstößt, das intern zu diskutieren, ob man das vielleicht diesen Weg geht und da vielleicht auch mein Kanal und die Mitschnitte, die ich schon gemacht habe von ähnlichen Veranstaltungen, als Vorbild dienen können, wenn auch jetzt nicht unbedingt in Sachen Qualität, aber zumindest, dass es eine gewisse Response darauf gibt, dann würde mich das natürlich auch sehr freuen. Also gerne zur Erinnerung an der Stelle, das ist ja auch ein Sinn und Zweck meines Kanals, nicht nur hier selbst ganz viel solchen Content zu sammeln und zu veröffentlichen, sondern auch andere dazu zu bringen, es mir gleich zu tun. Genau, in diesem Sinne, was es natürlich dann geben wird, sind meine schon recht bekannten und von den Klickzahlen her anscheinend auch recht beliebten kleinen Impressionen unmittelbar nach den jeweiligen Vorträgen. Muss ich mir halt dann morgen eine ruhige Ecke suchen, wo ich die dann schnell immer aufnehmen kann. Aber ist für mich ja wenig Arbeit, kommt, denke ich mal, trotzdem ein bisschen was rum von den Vorträgen. Und ja, ich bin rundherum gespannt, wie der morgige Tag wird. Wie es dann war, erfährt man ja dann hier. Und wenn ich WLAN habe, dann sogar ziemlich zeitnah, dann kann ich es wieder direkt hochladen. Bis dahin, alles Gute.